Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW, World of Warcraft, The Burning Crusade. Ich wollte schon wieder Level sagen. Nein, Folge 55, und zwar bin ich hier im unverkennbar im Hafen von Minitil. Ich war in der Hauptstadt der Nacht, doch Nachtelfen? Ja, Nachtelfen, und hab mir schon mal einen Tiger geholt. Ich hab mal den Weißen mit Streifen geholt, hatte mir noch was Geld geschickt. Und da ich sowieso gerade hier bin, habe ich gedacht, gehst du mal zu der Quest der vermisste Diplomat, wo wir uns mal dran gegeben haben. So, hier geht es dann nämlich weiter. Müssen uns wen schnappen? Ich hab was gehört. Da. Da ist der fiese Böp. Ja, kein Problem für uns. Ich glaube, es ist ein bisschen buggy, weil das sind irgendwie alles Freunde. Ne? Aber wir haben ja jetzt auch Multischuss. Nee, Salve. Und Multischuss hier. Was brauchen? Also, steht so nah. Nee, irgendwas. Ja, gerade nicht. Ah, okay, das war gerade ein bisschen verbuggt. Ich verstehe. So. Schönen guten Tag. Auf dann. Geht's? Schönen Düstermarschen. Okay, mal gucken. So, schön, ich brauche das fürs. Ja, keine Ahnung. Wo schickt er uns denn hin? Vermisster Diplomat da. In den Düstermarschen. Wo waren denn die Düstermarschen? Auf der anderen Karte? Nee. Müsste hier irgendwo sein. In Terramoor. Okay. Gut, hier können wir das Schiff nehmen nach Terramoor, praktischerweise. Und praktischerweise haben wir ja jetzt ein Reittier. Allerdings fährt das Schiff gerade weg. Naja, da macht man nichts. Manchmal ist das so. Das Tolle ist, wenn wir auf unserem Tiger setzen können, auch die Laune von unserem Aslan nicht schlechter werden. Denn er ist ja gerade in der Tasche. Ich mach mal ganz kurz das Fenster zu. So, da bin ich wieder. Bevor immer ein Zug hier durchrauscht, ist ja Kacke. Richtig hingesetzt. Trinken. Was auch, glaube ich, ist, wenn man auf einem Reiter sitzt, verliert man auch die. Nee, doch nicht, den Aspekt verliert man nicht, habe ich gedacht. Also was auch vielleicht, weil ich eben übers Meer gefahren bin, als ich mir den Tiger geholt habe. Vielleicht deshalb. So. Können wir nämlich nachher auch hier das skillen. Oder wir machen oder tunen schon mal unser Reittier. Mal gucken.
Obwohl, hier hätten wir ja auch noch einen Punkt. Wenn es 50% gibt. Obwohl ich die 12% schon sehr krass finde. Seid gegrüßt. Und hier kam eine Zeit lang auch immer die Horde. Und unser Schiffchen. Ich meine von hier, also von Minitil, kam nämlich auch die Horde rüber manchmal. Und von da aus dann nach Eisenschmiede. Ich hoffe, da wo wir hinfahren, nach Schwupp. Nach Terramor ist besseres Wetter als hier. Und der Terramor ist auch Onyx as Hort. Ja, das war furchtbar da. Ich meine, ich selbst war nicht da, aber man hat ja schon so einiges gehört da. Jetzt müssen wir warten, bis es losgeht. Und eben als ich mit dem Schiff rübergefahren bin, dann ist mir die einfach still geblieben, der gute Aslan. So gesagt, nö, kein Bock. Bleib's mal hier. Aber ich bilde mir ein, irgendwie, eine Zeit lang konnte man nicht mit drei Tieren aufs Boot. Wurde man abgemoldet. Was soll's? Naja, okay. Ist ja jetzt auch nicht so tragisch. Und so, ich höre meine Katze knistern im Hintergrund. So, jetzt sind wir drüben und direkt schönes Wetter. Oh je, ist denn hier drin? So. Weiter, der vermisste Diplomat, der schickt uns ja quer durch die Landschaft hier. Wahrscheinlich so eine Kennenlernquest oder so. Lernen Sie WoW und die Welt kennen, machen Sie den vermissten Diplomaten. Achso. Und Terramor gibt's ja gar nicht mehr, glaube ich, so. Das wurde ja zerstört. Dieses, was man damals gemacht hat, das Szenario. Oh, und hier gibt es auch noch die Quest für Erste Hilfe. Weil, man musste irgendwann eine Quest machen für Erste Hilfe. Musste man dann Schwerstverletzte. Puh, und Verletzte, genau, Verletzte. Dann die Schwerstverletzten, nee, Schwerverletzte und dann die Schwerstverletzten. Ja, das weiß ich nämlich noch. Was kann ich für euch tun? Und dann kommen dann hier immer die Verletzten und die muss man dann schnell bandagieren. Oh, was habe ich geflucht bei der Quest. Ich habe das dann irgendwann so gemacht, dass ich das zusammen mit meiner Freundin gemacht hatte. Hat die mir geholfen und ich eher nachher. So. Und wo der uns hinschickt. Man sieht sie. Speerwacht. Die Speerwacht ist hier irgendwo auf dem Weg. Aber der Husten, wie ihr hört, lässt Pionier. Oh. Vielleicht können wir mal gucken, vielleicht hat die noch was Tolles zum Futtern dabei. 35 Räuchersteak. Kann man direkt was mitnehmen. Für das T-Shirt. Ist ja immer noch widerspenstig.
Da ist auch noch eine Quest, aber ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube, das wäre zu früh für die Questreihe für Nyxia. Kann ich euch helfen? Seid vorsichtig. Da ist das. Im Hof Morast. Ach, der Morast ist ja richtig. Mit dem Morast ist, da ist glaube ich eine alte Stadt oder so. Wir machen jetzt erstmal den vermissten Diplomaten weiter. Auch wenn das Gebiet jetzt. Ja gut, es gibt es 45 Düstermarschen. Dann werden wir raschen, was hier Tolles gibt ist. Hier ist die Speermacht. Dein Ernst? Sind die jetzt nur hingegangen um zu. Und okay. Was kann ich für euch tun? Schönen Tag auch. Ja, okay, aber mal wieder zurück. Oh. Moment, also mittlerweile braucht man nur 1,5 Sekunden, um aufzumounten. Und was hier auch noch ist, wenn man ins Wasser geht, wird man abgemountet. Aber nun ja, muss halt alles geben. So, mal schauen, was uns hier so erwartet. Jetzt da oder ist das eher ein Rücken? Ne, ich glaube, das hier sind wir richtig. So. Schon ganz oben oder so. Ich glaube, die Türme sind immer gleich aufgebaut. Vom Prinzip her. Da. Der Erzmagier. So. Händler in düster Masche. Hat er noch für uns? Hm. Nimm sie mal mit. Ist zu. Mal rum. Aber wir können ja erstmal ein paar Quests einpacken, wenn wir die nächsten Diplomaten haben. Können wir die immer noch abbrechen, die Quests. Ja. Ich glaube, das waren so die ersten Trainingspüppchen, die ich gesehen habe. Da gab es aber auch eine Quest. Da gab es auch eine Quest drin, aber was genau weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, die Trainingspuppen in Eisenschmiede kamen er oder in den Hauptstädten kamen erst mit Katar. Wo man dann üben konnte. Seid gegrüßt. Ach ja, die tollen Hin- und Her-Quests. So. Der vermisste Diplomat ab. Hm, gucken wir mal. Hier schon? Nein. Auch lustig, oder? Er ist hier. Auf dem Weißen nicht. Müssen wir denn hin? Okay. Wie gesagt, wer das Land hier am schicken? Na
Ja, gut, ich glaube damals, als wir das angefangen hatten, mit 30 oder so, und es wäre was schwierig geworden. Vor allem, ich weiß, hier bin ich immer. Wo sind wir denn? Wo bin ich denn da hin? Nach Tanaris, glaube ich, gelaufen oder so. Boah. Ja. Nach Tanaris. Am Anfang, als ich angefangen hatte zu spielen, ich habe mit einem Freund, später mit meinem Bruder hier, einmal durchs Brachland, also von Taramor durchs Brachland, über durch Tausendnadeln nach Taramor gelaufen. Beziehungsweise nach Taramor, sag ich, nach Tanaris gelaufen. Das war eine Strecke vor allem hier durch. Puh. Meine Freundin, der war das zu anstrengend, hier durchzulaufen, dann ist die hier geschwommen. Da ist sie zwar auch ewig verreckt, aber sie fand das einfacher, als durch die Walachei zu laufen. Und ich glaube, die haben das was günstiger gemacht. Ich habe jetzt fürs Anfangsreiten 50 Gold bezahlt. Ich glaube, damals war es 100. Oder 150? Puh. Ich weiß, das hatte ich mir. Nee, fürs zweite Mount hatte ich mir geliehen. Die. Oh, wie viel Gold ist denn das? 900 oder 1000 Gold, glaube ich. Fürs zweite Reiten. War schon heftig. Gut, jetzt sind wir zwar etwas zergeritten, aber sobald man anfängt mit dem Tier zu schwimmen oder so, wird man abgemountet. Das ist. Ich weiß gar nicht, ob das mit dem Shami auch so ist, wenn er Wasserreiten anhat. Wasserreiten, Wasser, übers Wasser gehen. Finger. Nee, die ist doof, die Quest. Und dann bekommt man so eine Leine und muss Raptoren abschleppen. Ist um eins. Und die ist der Marschen. Kein Problem. Muss vorsichtig sein. Wieder bei dem abgeben oder woanders. Terrosch. Oder muss ich jetzt wieder dahin? Braucht ihr etwas? Also ich glaube, wir müssen wieder nach zum Erzmagier. Gucken wir nochmal nach. Ansonsten kommen wir gleich wieder. 38. Ich muss da noch mal gucken. Nee, da muss man irgendwas fangen und das damals mit dem Bär war ja schon verbuggt. Der stand zwar dann da, aber ich habe jetzt keine Lust auszuprobieren. Seitdem habe ich eh nur noch 3 Questplatz frei. Und ich glaube, es ist auch begrenzt, wie viel Dailies man macht hier. Ja, ich glaube, man kann nämlich nur, puh, 10 oder 20 Dailies machen. Das hört sich zwar recht viel an, aber wenn man, ach, falschen Knopf. Wenn man die Dailies hier unten macht für den Netherdrachen und dann noch aufs Sonnenplateau geht, aber ich glaube, es ist nicht freigeschaltet, bin mir gerade nicht sicher. Die Insel von Quell der Nass geht, questen, da kommen schnell die 25 zusammen. Das geht fix. Da vertut man sich.
Und ich weiß, damals, als Wattelka angefangen hat, haben das viele so gemacht, dass sie die Quest am Tag vorher schon alle gemacht haben und sich dann da gesammelt, um die alle schnell abzugeben, um dann quasi schon fast ein Level zu schaffen. Das hatte am Anfang bei ein paar funktioniert, aber die haben das dann irgendwann runtergesetzt, dass man dann nur noch 100 oder 150 EP pro Quest bekommen hat. Da waren sie angeschmiert. Braucht ihr etwas? Was haben wir hier? Schönen Tag noch. Ja, wir nehmen einfach mal mit und gucken. Außer doofe Quest nicht. Genau, und wir haben den Aspekt des Ah, den haben wir zusammen gekauft. Kann ich euch helfen? Dann seht sie. Ich glaube, unser TomTom ist gerade ein bisschen Boogie. Boogie Boogie. Weil der Erzmagier ist ja hier. In Terramor. Terramor? 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 Wie auch immer. Naja. Greift jetzt noch nach Terramor rein. Insel Terramor. Hübsch, hübsch, hübsch. So, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann gehen wir die Quest ab und gucken, wie es weitergeht mit dem vermissten Diplomaten. Auf Wiedersehen.